Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnomoria. Heute mache ich mal ein paar mehr Folgen am Stück. Ich habe voll Bock drauf, Gnomoria zu spielen. Das ist ab und zu richtig, richtig cool. So. Also ich mag das Spiel halt, sonst würde ich es ja auch nicht als Let's Play machen. Uns geht das Essen aus. Dann müssen wir mal in der Küche Loaf of Bread herstellen. Was ich schön fände, wäre eigentlich noch so ein Button, so stell mal 10 her. Stell mal 10 her. Und nicht dieses Repeat, so dass du immer 10 da sind. Das ist halt nicht so geil. Dann läuft es halt doch mal schnell leer. Ja, so läuft es doch ganz gut. Wir könnten jetzt natürlich auch so einen Auftrag geben, wie mach mal ein Jackblatt oder so. Aber das sehe ich noch nicht ein. Wir haben tatsächlich 4 Female Yaks und ein Male Yaks. Nicht schlecht. Das ist sogar richtig gut. Ich werde mal die Pasture ein bisschen vergrößern. Oh! Da haben wir einen Honey Badger. Der sorgt für Nahrung. Macht ihn mal platt. So, jetzt stürmen sie alle 10 raus. Ist jetzt natürlich ein weiter Weg, weil sie hier rum müssen. Wo ist der Honey Badger hin? Da. Jetzt stürzen sie sich auf ihn. Macht ihn platt! Macht ihn... Wo ist er denn? Kämpft ihr denn jetzt gegen den? Ah, da. Ja, also da muss er gleich weg sein. 10 Leute, die den attackieren. Okay, 9. Einer hinkt hinterher. So, sehr schön. Dann wird sich gleich der Rancher den holen und den zerlegen. Prima. Und wir haben wieder etwas Material danach. Sehr, sehr schön. So, jetzt wollte ich nochmal gucken, wo haben wir das Leder? Ach, hier. Aber die Lederrüstung ist doch schon hergestellt worden, oder? Stocks, Items, Armor, Leather, ja, ein Helm, Lederkürass und alles wurde hergestellt. Jetzt ist nur die Frage, wo zum Geier ist das Zeug? Hat sich das schon einer angelegt? Sieht nicht so aus, als ob das einer angelegt hätte. Also eigentlich, da das Annie ist, müsste das mittlerweile getragen werden, bin ich der Meinung. Hatte doch Annie gesagt bei den Uniformen der Rekruten, ne? Ja, eigentlich. Aber vielleicht wird sie auch schon teilweise getragen, weiß ich ja nicht. Der hier. Nee. Dann gucke ich mal hier ins Lager rein. Stockpile, Content. Nee, das liegt noch irgendwie alles hier drin. Lederkürass, Lederhelm. Ah, okay. Also die anderen Sachen hat sich tatsächlich schon irgendjemand rausgeschnappt. Aber sie tragen jetzt im Moment den Bone Helm und Bone Shirt halt stattdessen, weil sie das nicht abgelegt haben. Okay, kann ich mitleben, denke ich mal. Das heißt, wenn ich dann einen weiteren Gnom dazu bekomme oder so, dann wird er das sich schnappen. Das ist ja in Ordnung. Das heißt, ich müsste eigentlich noch mehr Sachen für Hände und arme Beine herstellen. Na gut, gucken wir mal. Ach, schon wieder ein Skelett, krass. Aber es wird gleich eingeprügelt. Das taucht nur mal so eben auf und wups, ist es weg. Das müssten doch jetzt die Menge Bristlers sein, eigentlich, die hier trainieren, oder? Ah, sind sie ja auch wahrscheinlich, genau. Und das sind jetzt die neuen Waffen, die ich verteilt habe. Und das ist wahrscheinlich auch noch einer der Mangy Bristlers, genau. Super. Dann sind die jetzt auch vernünftig ausgerüstet, tragen alle Schilde und Waffen. Super. Ja, geil. Also ist alle... sind beide Squads vollständig ausgerüstet. Perfekt. Perfekt. Aber die Mangy Bristlers, den gebe ich mal lieber frei, weil ich brauche ihre Arbeitskraft im Moment woanders. Und sobald wir dann wieder Frühling haben, werde ich auch die Farmer wieder freigeben.
Und dann werde ich die dritte Squad, die wird dann immer trainieren. Der werde ich einen dritten Bereich geben, in dem sie dann trainieren kann. Ein Drittel des Zeitbereichs, meine ich. Weil im Moment sind die ja noch alle beschäftigt. Okay, ich habe jetzt einen Woodcutter, der da rumsitzt. Okay, drei Leute, die rumsitzen. Na gut, wird sich gleich finden. Zum Beispiel die Builder könnten mal langsam das Ding da bauen. Alles, was es braucht, ist da. Aber irgendwie, wir haben noch zwei Builder, oder? Der Blacksmith trägt nichts mit sich rum, aber wir haben ja noch Sachen übrig, auch Pine Shields, oder? Ah. Keine Ahnung, wieso manche Leute sich einfach nicht equippen. Naja, wenigstens die, die in den Squads sind, sind jetzt vollständig equipped. Das reicht erstmal. Oder habe ich in der Universal Uniform keine Waffen drin gehabt? Das wäre ja doof. Mal gucken. Universal Wooden Shield und Any Stone Weapon im Endeffekt. Also Marble Weapon habe ich jetzt gesagt, aber es gibt ja nur Marble Weapon im Moment. Ja, dann werde ich. Ach, will ich. Ich werde jetzt mal doch gleich zwangsmäßig. Ach ne, erstmal. Ach, die haben hier immer noch den Bereich fertig gebaut. Deswegen haben die. Jetzt bauen sie hier oben das endlich. Ah, sehr gut, sehr gut. Prima. So, dann gucke ich mal unten, ob wir noch mehr Zinn herstellen können. Also Zinn finden können. Ja, tatsächlich, die Zinnader geht noch weiter. Cool. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Aber hier ist Zinn und hier ist auch Zinn. Mega geil. Sehr schön. Hier ist noch mehr Kohle. Hier ist auch noch Kohle. So. Hier haben wir noch Kupfer. Ach verdammt, hier habe ich wieder ein Loch freigegraben. Das sollte ich sicherheitshalber wieder zumachen. Terrain, Wall. Dass ich das immer nicht mitbekomme jetzt. Normalerweise ist da ein roter Bereich und normalerweise habe ich den immer gut wahrnehmen können, aber irgendwie stelle ich mich im Moment doof an, was das angeht. Okay, das reicht anscheinend. Sehr gut. So, hier müsste in dem Bereich auch noch mal eine Kupferader sein. Da werde ich mich dann auch noch mal gleich hinarbeiten. Das Stroh kann gar nicht weggeschafft werden, weil mein Strohbereich hier gar nicht groß genug ist. Oh Mann. Na, wenigstens verhungern uns die Tiere nicht, weil Strohmangel herrscht. Ist auch was. Ist auch was sehr Wertvolles. Wieso liegt hier Kotten rum? Liegt es da die ganze Zeit? Weil die Emus können eigentlich keinen Kotten fallen lassen, meiner Meinung nach. Also das Kotten liegt die ganze Zeit, glaube ich, aber naja, egal. Wir lassen es jetzt erstmal dabei. So, wie viel Platz haben wir jetzt? Wir hätten Platz für 9 Yaks. Wir beschränken mal auf 2 Males. Dann machen wir mal 3 Mails. So, nur sicherheitshalber, falls mal wieder Goblins durchstürmen. Das heißt, ab dem dritten Mail-Jack werden die dann sofort.
Achso, bisher wird es noch gar nicht noch sofort. Ich dachte jetzt gerade, wo kämpfen die denn? Aber es ist Training. Alles gut. An sich müssten, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt dann die Schlafintervalle ein bisschen abnehmen. Desto besser der Raum ausgerüstet ist, desto besser müssten die sich, wenn ich es richtig verstanden habe, erholen. Das heißt, sie müssten kürzere Zeiten schlafen und länger wach sein. So, bauen wir mal hier noch überall auch das Bett rein. Ja, läuft doch richtig gut. Ich bin richtig begeistert. Hier fehlt noch eine Torch. So. Jetzt freue ich mich schon richtig ein bisschen darauf, dass die nächsten Zwerge kommen. Ich brauche ein paar neue Gnome eigentlich, um hier richtig vorankommen zu können, finde ich. Wenn ich das forcieren möchte, na gut, dann machen wir das. Ich will ein paar mehr Gnome dazu kriegen, das heißt, dann müssen wir auch damit leben, dass die Angriffe härter werden. Aber ich glaube, da sind wir jetzt ehrlich gesagt so gut aufgestellt, dass wir das Risiko eingehen können. Das heißt, was ich machen werde, ist, ich werde hier ein paar Statuen und sowas hinbauen. Mal gucken, da gab es noch so ein Schickgepiller, genau. Davon bauen wir mal hier ein und hier ein, damit es symmetrisch aussieht. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Und dann bauen wir nämlich tatsächlich hier das Gebiet ein bisschen voll mit Sachen. Das hat dann tatsächlich den Vorteil, dass der Wert zunimmt und der Aufwand dafür relativ gering ist. Wie gesagt, nur die Hälfte des Aufwands, den wir woanders hätten. Wollen wir hier vielleicht dekorativen Steinboden nehmen? So. Dann vielleicht auch noch die Wände ersetzen und so. Aber dann sind jetzt unsere Bilder auch wieder erstmal für eine Ewigkeit. Ach, verdammt. Ich wollte erstmal das hier bauen. Gut, ich guck mal. Dann baue ich jetzt erstmal hier. Ach ne, erstmal muss ich jetzt hier reingucken und dann stelle ich Ranch her und zwar aus Copperbar. Da mache ich gleich 2, 3, 4, 5. So. Warum ich so viele mache, werdet ihr gleich sehen. Hier in dem Raum ist es mir jetzt halt nicht so wichtig, dass ich Ruhe maximal habe, weil hier relativ wenig gearbeitet werden wird in nächster Zeit erstmal. Aber ich werde hier mehrere Tinkerbenches reinstellen. Wie viele hatte ich jetzt gebaut? Branches 5, ne? Das wäre dann eine für den. Eine für den Wampas denn? Ah, jetzt habe ich es schon wieder aus dem Auge verloren. Eine für den Engineer Shop, genau. Hier hin. Da habe ich aus Versehen die Wand weggenommen. Was nehmen wir denn da für eine hübsche Wand? Nehmen wir Blockwand oder probieren wir es mal mit der, wie die aussieht. Nach und nach würde ich das sowieso gerne ersetzen, sodass das halt wirklich auch so wie richtig wie eine Gnomenfestung dann aussieht. Nicht nur sowas wie, ich habe hier mal ein Schlamm aus Schlamm Gebäude gebaut, sondern dass man halt richtig dann so nach und nach die Bereiche schick aussehen lässt.
Aber wie gesagt, dann werden auch die Angriffe deutlich interessanter. Also theoretisch können tatsächlich die Gegner genauso stark werden wie wir. Das heißt, im Moment tragen die ja auch Kupfer und wenn wir dann auf Bronze gehen, dann fangen die auch irgendwann Bronze zu tragen und wenn wir dann irgendwann Eisen tragen, dann fangen die auch Eisen an zu tragen und wenn wir irgendwann Stahl tragen, dann kommen die irgendwann auch mal auf Stahl tragen. Außerdem kommen da nicht nur Goblins, sondern auch, ich glaube, auch Oger und Spinnen und dann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Spinnen, die von Goblins geritten werden. Also, gibt ein paar schräge Sachen, glaube ich. Ich freue mich schon tierisch drauf. Also, ich muss zugeben, ich habe das Spiel meistens nicht so weit gespielt, weil wenn ich so ein Spiel ich oftmals spiele, denke ich mir so, ach, den Anfang könntest du noch an der Stelle ein bisschen besser machen und an der Stelle und ah, die Sache hast du gelernt. Wenn du es von Anfang an weißt, dann könntest du das so machen. Jetzt habe ich 2 Wochen lang nicht gespielt, ich weiß nicht mehr genau, wo ich war. Das passiert mir mit diesem Let's Play halt nicht, weil ich ja alle paar Tage halt aufnehmen muss. Ist mega cool, gefällt mir richtig gut. Dadurch bleibe ich immer im Spiel. Ich weiß noch so ungefähr, worum es ging. Ist nicht länger als 2 Wochen, dass ich nicht aufnehme. Okay, beim ersten Mal waren es 11 oder 12 Tage. Da habe ich auch echt gemerkt, wie ich gar nicht mehr wusste, was ich gemacht habe. Jetzt fange ich zweimal damit an. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich gemacht habe. Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich komme relativ schnell wieder dahinter. Und ja, es macht richtig Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch nur halb so viel Spaß beim Zugucken. Dann ist es immer noch toll. Da habe ich tatsächlich vergessen, Bett zu setzen. So. Ja, schick. So, jetzt müsste ich das hier mal kurz aussetzen eigentlich. Suspend. So. Nicht suspend? Ich dachte, das geht mit suspend. Aha. Ich muss jetzt wirklich den Job canceln. Das ist ja doof. Ach, na gut, dann mache ich das mal kurz. So. So. Damit die nämlich uns dann gleich hier die Sachen endlich bauen. Achso, es gibt auch noch keine Workbench. Aber gut, dann können sie wenigstens die Betten endlich mal nach unten bringen, weil bisher habe ich gerade wenigstens 3 fertige Betten gesehen. Den anderen fehlen noch die Matratzen. Da holen sie sich jetzt aber auch schon welche. Sehr schön. Der stellt jetzt gerade eine Matratze her. Ah ja, das war jetzt. Ach so, der ist weggerannt, weil er noch Stroh brauchte. Na gut, wir können hier ja auch einfach mal noch einen Strohstockpile hinsetzen. Einen, der sich von oben versorgt. Das ist ja eigentlich auch kein Problem. So, das ist Matratze. Stroh. Matratze, wird das so geschrieben? Jetzt gerade komme ich mir voll doof vor, dabei das zu schreiben. Das ist halt jetzt nicht so das Wort, was ich oft schreibe. Aber irgendwie finde ich es irritierend. Habe ich mich verschrieben? Matratze. Also man spricht halt auch kein so hartes T, aber irgendwie bin ich der Meinung, das wird mit T geschrieben. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ah. Peinlich sowas. So, und versorgen sollst du dich vom. Ja, jetzt haben wir genau das Problem, was ich gesagt habe. Benennt die Dinger vernünftig, dann habt ihr das Problem nicht. So, das ist der Straw Stockpile. Und du sollst beziehen vom Cross-Stockpile. So. Wenn ihr das von woanders her holt, ist mir auch recht, ist mir auch egal, aber jetzt solltet ihr das erstmal voll klatschen.
auch sehr schön. Jetzt hat es nämlich den Vorteil, dass der nicht jedes Mal ein bisschen nach oben rennen muss. Wenn er dann eine Matratze herstellt, spart halt einfach nochmal ein bisschen Weg. Das könnte ich natürlich auch nochmal mit unserem Mechanics Workshop machen. Also so sehen die Wände ganz cool aus. So finde ich sie ein bisschen albern. Na, mal gucken. So, die Bilder sind jetzt wahrscheinlich wieder unterbeschäftigt, genau. Aber wir werden jetzt sowieso gleich nochmal ein paar... Achso, hat er jetzt die Ranches hergestellt? Ja, die Ranches sind alle hergestellt. Das heißt, wir werden jetzt Tinker Benches herstellen. Da. So. Der Engineer wird sowieso gleich seine eigene Tinker Bench kriegen. Man kann also einem einzelnen Gnomen halt eine spezielle Bench halt zuweisen. Das geht ganz gut. Moment, ich ändere mal kurz. Missing Ingredients dürfen nicht speziell dafür gecraftet werden. Ich will nämlich nicht, dass der jetzt irgendwie Holztische und sowas für die verwendet, sondern die sollen ruhig die Steintische verwenden. Und die werden automatisch hergestellt, die Steintische und Bänke und so. Und der braucht auch noch eine Workbench. Oh, na gut. Aber auch da stelle ich eine automatisch her, oder? Nee, tue ich tatsächlich nicht. Okay. Haben wir noch genug Pine Planks? Ja. So. Ich das richtig? Ah ne, drei sogar. Okay. So, hier. Und auch die aus Pine. Prima. Aber wir haben jetzt in letzter Zeit so viel aus Birch halt hergestellt, dass wir gar nicht mehr so viel anderes Zeug haben. Die Sommel, die stellt die aus Any Lock her oder nur aus Birch? Anscheinend aus Any, sonst könnte die gar nichts mehr produzieren. Ja, die stellt jetzt aus Pine her. Aber ist okay, wir haben ja schließlich nicht mehr viel Birch. Birch. Ach. So, dann müssten wir... Dann können wir ja schon mal noch eine weitere Grove anlegen, in der wir... Birke anbauen. Machen wir hier oben einfach. Boah, haben wir viele Clippings dafür. Krass. Na gut. Hehe, die Farmer wollten gerade loslegen und jetzt ist 6 Uhr, jetzt gehen sie trainieren. Naja, ist ja okay. Wir haben den 7. Tag und wir haben das Ende einer Folge erreicht. Ich wünsche euch eine sonnige Verabschiedung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und ciao. Euer Sunny.